Ja, hallo meine Lieben, hier ist mal wieder euer Rico, heute mal mit einem Testbericht. Ich teste für euch das Vorwerkpaket. Hier erkläre ich euch auch mal ganz kurz das umfangreiche Zubehör, was es von Vorwerk gibt. Viele sagen immer, Vorwerk ist teuer. Ja, Vorwerk hat seinen Preis, das ist richtig. Muss aber sagen, dieser Staubsauger alleine ist so um die 20 Jahre alt, ich glaube sogar ein bisschen älter. Und man sieht auch noch der alte Staubsaugerfuß von früher. Aber ja, er hält eben viele, viele, viele Jahre. Das ist im Endeffekt der Tiger 251. Heute gibt es die ein bisschen kleiner und kompakter. Und das ist unser Kobold. Ja, man kennt es als ganz normaler Handstaubsauger. Das ist Zubehör. Ich sage immer dazu, das ist die große Zahnbürste. Macht sich super zum Staubwischen. Ich will nichts anderes mehr als dieses Teil. Hier ist mal was für andere Gegenstände, sagen wir mal sowas, ja, Porzellan hat oder sowas, was man nicht wegräumen möchte. Die lange Fugendüse mit Klickfunktion für jede Ecke, für die ganz, ganz kleinen Ecken habe ich sowas hier. Die kurze Fugendüse, das ist ganz wichtig. Das ist was für den Mann. Man steckt das hier bloß drauf, macht es an den Staubsauger, hängt es an die Wand, es bleibt alleine kleben. Und kann ganz bequem hier drüber sein Loch bohren und der Staub wird sofort abgefangen und den Staubsauger geleitet. Man hat also quasi kein Schmutz mehr auf Fußboden oder an der Wand. Was unerlässlich ist, wo man echt nicht sparen sollte, ist so ein Verlängerungsschlauch. Wenn man die nämlich an diesen Schlauch ansteckt, kommt man im Endeffekt ja, in jede Ecke. Man lässt den Staubsauger einfach in der Mitte stehen, so mache ich es immer, und rennt durch die ganze Wohnung, weil zwei so eine Schläuche zusammen. Ist echte Arbeitserleichterung. Sollte man sich gleich mitbestellen. Und achtet dabei drauf, wenn ihr euch einen Staubsauger kauft, mit extra langem Kabel. Das ist immer ganz praktisch. So, für Holzfußböden und alles, was hart ist, nehme ich diese Düse. Selbst bei den neuen umschaltbaren Düsen sollte man lieber so eine nehmen, weil der Fuß ist sehr, sehr teuer, wenn man ihn nachkauft, obwohl er viele Jahre hält. Aber mit diesem Ding wirst du merken, wirst du viel, viel mehr Schmutz wegsaugen. Hier haben wir den Fuß mit als Poliermaschine. Ja, gibt es für Fliesen, gibt es für Hartholzböden. Man kann polieren, man kann damit fegen. Also das ist alles möglich. Geiles Teil sollte man unbedingt haben. Deswegen habe ich auch den Standstaubsauger halt mitgenommen, weil er vom Gewicht her noch mehr auf den Fuß drückt und das Polierergebnis noch besser gibt. Weil Vorwerk hat ja so einen Polierwachs da. Das hier ist ein Polsterboy. Ja, man kann sogar beginnen die Polster absaugen, nur einfach ran an Schlauch und fertig. Der Heberfilter, auch nicht verkehrt. Viele denken immer, ja, das Geld investiere ich nicht. Doch, es kommt sehr, sehr wenig Staub so beim normalen Filter hinten raus, bei dem eigentlich gar nichts mehr. Eigentlich wären sie mit 100% allergiefrei. Müsste man mal prüfen, aber gut. Ich kann nur sagen, Vorwerk ist die Marke für mich Nummer 1. Ich habe allerdings auch in den nächsten Videos noch ein paar andere Staubsauger für euch getestet. Für die Leute, die halt nicht so viel Geld haben. Ich habe, wenn einer sich keinen neuen Vorwerkstaubsauger leisten kann, habe ich jemanden an der Hand, der mit gebrauchten Vorwerkstaubsaugern handelt. Nur mal zur Tipp, normaler Vorwerkstaubsauger hat nur 700 Watt. Viele wundern sich, warum so wenig. Ja, weil hier die Drehbürste ist im Endeffekt im Staubsauger, die im Endeffekt ja, den Dreck sowieso aus dem Teppich rauskehrt, deswegen braucht Vorwerk nicht so eine hohe Wattzahl. Mein Vorwerkvertreter beziehungsweise mein Vertreter, der mit gebrauchten Vorwerkstaubsaugern handelt, hat neue Motoren drin, gibt auch 2 Jahre Garantie und hat im Endeffekt 1100 Watt meistens aufgebaut in diesen Staubsauger. Gut, wenn ihr im Endeffekt Interesse habt, geht einfach auf sorgenlosteam.de, rechts oben klickt ihr auf Gratis Support anfordern. Dann seid ihr SMI vernetzt, habt noch viele, viele andere Vorteile im Endeffekt rund ums Einkaufen und schickt mir einfach eine Mail, was euch interessiert, von meinen Videos, von meinen Produkten. Ich werde euch dann einfach weiterhelfen. Ne? Ich wünsche euch was. Vielen Dank für die kurze Zeit, dass ich euch mal sagen konnte, was es einfach für Zubehörteile gibt. Es gibt mittlerweile auch noch einen Roboter, einen Fensterputzer. Also Vorwerk hat schon ein extrem umfangreiches Programm. Und wer einmal investiert, hat ewig was davon. Also wie gesagt, ich nutze es seit gut 20 Jahren, sauge mehrere 100 Quadratmeter die Woche damit.
Ich nutze es auch schon gewerblich, obwohl Vorwerk eigentlich nicht für Gewerbe da sein soll, aber der hält einfach. Ne? Also, ich wünsche euch was, ich danke euch. Tschüss, bis dann, euer Rico.